Zuhörerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche heute Abend in unserer Online-Akademie zum Thema Biografie, Biografiearbeit, das Arbeiten mit der persönlichen Lebensgeschichte, unserer eigenen und der Lebensgeschichte von Menschen, die wir begleiten. Ich richte mich nicht nur an Psychotherapeutinnen, sondern auch an Beraterinnen oder an Menschen aus der tiergestützten Therapie oder aus den Kreativitätstherapien. Denn die alle haben einen gemeinsamen Nenner: Arbeit, Begleitung von Menschen auf der Lebensstrecke. Und Lebensstrecke, also der Lebensweg, wir sprechen fachsprachlich auch von Biosodi, Bios das Leben und Hordos der Weg. Menschen auf der Lebensstrecke, das ist nicht nur die Strecke der anderen, sondern es ist natürlich auch unsere eigene Strecke. Wir gehen durch die Zeit, Menschen gehen durch die Zeit. Und in all diesen aufgezählten Varianten, Möglichkeiten, Methoden der Begleitung und der Beratung, der Supervision, durchaus auch der Pflege, gehen wir mit Menschen gemeinsam durch die Zeit, auf dem Lebensweg. Und was wir gemeinsam und jeder für sich auf dem Lebensweg erleben, findet Niederschlag in unserem Gedächtnis, also wird aufgezeichnet, eingeschrieben in das Gedächtnis, und dann haben wir Graphé, das geschriebene, geprägte, eingeritzte und wiederum Bios, das Leben. Es sind die Einschreibungen des Lebens, mit denen wir zu tun haben. Und diese Prozesse der Einschreibung können wir auch charakterisieren mit dem Namen Lernen. Wir lernen das, was wir leibhaftig erleben, aus unserer Umgebung und aus der Resonanz auf die Eindrücke des Lebens. Ich bitte Sie, mal kurz innezuhalten und zu schauen, was klingt denn in Ihnen auf, wenn Sie sagen, meine Biografie? Und dann sehen Sie, es sind Ereignisse, es sind Ketten von Ereignissen, es sind Szenen oder Szenengeschichten, mit denen wir zu tun haben. Und dieses zu tun haben heißt, wir handeln in diesen Szenen und wir nehmen in diesen Szenen wahr und wir lernen in diesen Szenen. Jetzt haben wir einen zweiten gemeinsamen Nenner, nämlich Biografie heißt auch Lernvorgänge. Und die Lernvorgänge finden in uns statt und sie finden zwischen uns statt und sie finden in spezifischen Umgebungen statt. Die Lernumgebung, die Lernbezogenheiten mit den Menschen, die mit uns lernen, und das Lernen, was jeder dabei für sich selbst vollzieht, als ein neurozerebraler Prozess. Das heißt, unser Gehirn ist dabei ganz aktiv, aber auch als ein Prozess, den die jeweilige Person vollzieht, und dann ist es persönliches Lernen. Darüber möchte ich heute Abend mit Ihnen sprechen und zu Ihnen sprechen. Und das wird wiederum für Sie ein biografischer Lernprozess sein. Sie werden Neues hören, Sie werden Bekanntes hören. Sie werden mit mir übereinstimmen oder Ihre eigene Meinung dazu haben und vielleicht eine unterschiedliche Meinung haben. Und das ist ja nicht schlimm, weil bei so komplexen Dingen wie einer persönlichen Biografie wir vielfältige Auffassungen und Meinungen über das haben können, was Biografie ist und natürlich auch, was Biografie ist und sein kann. Und ich spreche hier auf dem Boden der integrativen Therapie, das heißt einem psychologischen Psychotherapieverfahren, das sehr stark naturwissenschaftlich ausgerichtet ist, nämlich an Gedächtnisprozessen, an psychologischen Gedächtnisprozessen und aber auch neurobiologischen Gedächtnisprozessen und selbstverständlich
an sozialpsychologischen Gedächtnisprozessen, denn Biografien finden auf der Lebensstrecke in Gemeinschaften, in Gruppen statt, in sogenannten Konvois. Wir fahren nicht alleine auf der Lebensstraße, sondern wir fahren im Konvoi. Und deswegen ist Biografie auch immer eine geteilte Biografie. In Therapien, in Beratungen, in Begleitungen, in pflegerischen Handlungen geht es sehr oft darum, wie wir uns im Leben neu organisieren, wie wir mit Belastungen umgehen, wie wir auch mit Lebensaufgaben, Herausforderungen umgehen, wie wir Verluste verschmerzen und neue Anfänge wagen können. Und genau das alles muss dann auch in Biografiearbeit stattfinden. Also nicht nur die Bearbeitung im therapeutischen Sinne, sondern das Bearbeiten, was in der Biografie gerade läuft und was weiterhin entstehen soll. Und in diesem Sinne ist es auch wichtig und nützlich, in der Psychotherapie, in der Beratung Biografiearbeit zu machen. Also es ist zunächst mal die Arbeit, die einen selbst mit seinen zerebralen Grundlagen, mit seinen Fähigkeiten des Erinnerns, des Verarbeitens, des schöpferischen Gestaltens von Gedanken und Gefühlen leistet. Und in dem Moment, wo Sie so an Biografiearbeit herangehen, kommt auch eine andere Haltung auf, nämlich ich begleite jemanden in der Arbeit, die sein Selbst, seine Persönlichkeit mit seiner Biografie geleistet hat. Ich trete ein in den Prozess einer subjektiven Erarbeitung und Herstellung von Biografie. So umgangssprachlich sagen wir denn auch relativ schnell, wir machen Biografiearbeit, aber wir, machen wir das? Nein, im Ersten macht das dieser Mensch, der sich mit seiner Biografie auseinandersetzt und genauer hingeschaut, macht es der Mensch in seinen unbewussten und vorbewussten Prozessen, die Tag für Tag, Minute für Minute, Mikrosekunde für Mikrosekunde in ihm ablaufen. Es sind also neurozerebrale Prozesse, die da sind und die laufen und wenn sie schlafen und nicht gerade im Traumbewusstsein sich bewusst sind, ich träume, wie beim luziden Träumen, also wenn ich schlafe und nicht weiß, dass ich träume, trotzdem geht die Biografiearbeit weiter, nämlich die Arbeit an den Tagesresten, die da sind aus dem Erleben des Tages. Das kennen Sie alle, wenn Sie Blaubeeren gepflückt haben einen halben Tag, dann pflücken Sie natürlich nachts weiter. Und wenn Sie den ganzen Tag im Auto gesessen haben, dann hören Sie noch im Kopf fahren, fahren, fahren auf der Autobahn und es läuft weiter. Und das sind typische Prozesse der neurozerebralen und psychologischen Biografiearbeit als Selbstprozesse. Das heißt also, wenn wir mit Menschen zusammensitzen und die sagen gar nichts, sie sitzen ja auch jetzt im Moment und sie sagen nichts, aber sie denken etwas, was erzählt der Petzold da oder so nicht. Also, und das sind Prozesse, die gehören zu ihrer Biografiearbeit, nämlich dem Herstellen einer Biografie, ihrer Biografie, denn die ist nicht zu Ende. Die geht dann irgendwann mal mit dem letzten Atemzug zu Ende, diese Art von Biografiearbeit, sondern die ist fortlaufend. Und sie läuft wie alles menschliche Leben und Erleben einerseits bewusst ab,
Nicht? Also ich merke jetzt in meiner Awareness, in meinem Daseinsbewusstsein, dass ich hier sitze und rede. Und ich weiß, dass ich jetzt, Hilary Petzold, da sitze und rede. Und das ist jetzt nicht mehr dieses Gewahrsein, dieses leibliche Gewahrsein, ich bin da, sondern ich, mein Ich-Bewusstsein, Englisch Consciousness. Nicht das Gewahrsein ist Awareness. Im Englischen ist das deutlicher unterschieden, Awareness und Consciousness. Also die Biografiearbeit läuft in der Awareness, am Rande des Bewusstseinsfeldes noch wahrnehmbar oder in der Consciousness. Jetzt bewusst nehme ich wahr, dass ich das bin, der ein Stück Biografie vollzieht. Nicht? Das ist ja von meiner Lebenszeit, diese Zeit. Jetzt bin ich da schon, ich sehe es gerade, also 6, 7 Minuten am Sprechen. Das ist also 7 Minuten Lebensvollzug. Jetzt kommt ein weiterer neuerer Fachbegriff hinzu, nämlich zur Biografie kommt der Begriff der Biosodie. Sie kennen das Wort Episode zum Beispiel oder Rhapsodie, nicht? Hoodos, griechisch, ist der Weg. Bios, das Leben. Und Biosodie ist der Vollzug des Lebensweges. Sie sind unterwegs. Deswegen haben wir in der integrativen Therapie schon sehr früh Wert gelegt auf eine Philosophie des Weges. Wir sind unterwegs. Semper in via, immer auf dem Wege. Und wohin? Na, zumindest auf der Lebensstraße. Und in diesem Unterwegssein, das aufgezeichnet wird durch meine multisensorischen Systeme, also Geräusch, Gesicht, Geruch, Geschmack, mache ich mal eben Grüntee, du bist wahrgenommen und aufgezeichnet. In diesem Vollzug auf der Biosodie, die Wahrnehmung, die ich dann aufnehme und dann verarbeiten kann, entsteht Biografie. Biografie, auf die ich dann irgendwann auch mal zugreifen kann und nachdenken kann. Also nachdenken heißt, ich denke über schon Gedachtes oder vielleicht nachspüren. Ich fühle etwas, was schon da gewesen war und dann spüre ich dem noch nach. Oder wenn ich es ganz füllig haben will, nachsinnen. Und dann sind hoffentlich alle meine Sinne beteiligt, um in den Arealen meines Leibgedächtnisses aufzufinden, was ich einstmals schon wahrgenommen habe. Und jetzt habe ich nur die Exterozeptionen angesprochen, also das, was von außen an meine Sinne herangedrungen ist. Aber es gibt ja noch viel mehr als die sogenannten 5 Sinne, viel, viel mehr. Nicht alleine, wenn Sie an den Geschmack denken, da haben Sie schon mehrere Sinne, nicht den Süßsinn, den Sauersinn, den Salzsinn und den Bittersinn hinten auf den Ringpapillen, nicht dieser bittere Nachgeschmack. Da sehen Sie allein schon an der Zunge, nicht zu reden vom Tastsinn der Zunge, haben wir eine Fülle von extrozeptiven Wahrnehmungen. Und dann kommen die interozeptiven hinzu. Der Tee war noch ein bisschen warm und wenn er heiß gewesen wäre, würde ich spüren, wie er herunterrinnt. Nicht? Und das sind dann Wahrnehmungskörperchen, die in meinem Innensein, in den Viszera, in den Eingeweiden sind. Und die melden mir eben auch zurück. Auf die Außenwahrnehmung kommt die innere Resonanz und die innere Resonanz wird mir zurückgemeldet oder auch nicht, weil natürlich auch Wahrnehmungen da sind, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle ablaufen. Ich spüre jetzt gerade, wie ist mein Herzschlag? Gerade einigermaßen ruhig, etwas erhöht, weil das ist unvertrauter für mich, jetzt so vor einem Bildschirm zu sitzen. Nicht? Und das kann ich jetzt spüren. Nicht? Das sind Introzeptionen, sogenannte Kardiozeptionen, weil sie aus dem
Tumorsbereich, aus dem kardialen Bereich kommen. Und diese Kardiozeption sind für Psychotherapie, aber auch für psychologische Biografieerarbeitung, mit dem wir uns jetzt näher befassen werden, wichtig. Nicht, wir haben ja auch gastrointestinale Perzeptionen, nicht? Also wenn es im Bauche grummelt oder wir die berühmte Wut im Bauch haben, das sind Informationen, die wir aufnehmen. Wir nehmen also immer außenweltliche Informationen wahr und binnenweltliche Informationen, also aus unserer Leibsphäre da, und daraus wird eine Aufzeichnung gemacht, nicht? Und zwar eine Aufzeichnung des Lebens, Bios, und Graphein, also Eingrabung oder Einschreibung. Es schreibt sich etwas ein. Und jetzt nicht auf Papier, sondern es schreibt sich ein in unser neuronales Kostüm. Und natürlich gibt es noch andere Einschreibungen, je nachdem, welche Viren ich gerade aufgenommen habe, auch in mein immunologisches System. Und dort wird immunologisches Gedächtnis konstituiert. Nicht das immunologische Gedächtnis weiß Bescheid, nur ich kann jetzt nicht, ich frage jetzt gerade mal mein immunologisches Gedächtnis, wie geht's denn gerade? Das sagt mir keine Antwort. Da oben sagt es mir, ja, nun gut, du bist geboostert und hier in dem Raum ist niemand, kann nicht viel passieren. Und diese Aussage wird auch aufgezeichnet. Und wenn ich ein paar Tage später noch mal dran denke, was ich hier gesagt habe, ich gesagt, es ist mir sozusagen aus dem Munde gequollen. Also glauben Sie nicht, dass ich diesen Vortrag hier halte, sondern unter meinem Schädeldach sitzen da meine Redakteure und meine Archivare, meine Journalisten, und die machen das fertig, und 300 Sekunden, bevor mir das da aus dem Munde quillt, war das schon fertig. Das heißt, die Biografiearbeit läuft auch vorbewusst. Denn das, was ich jetzt produziere, geht ja ein in meine Biografie, und das kann ich auch erinnern, jedenfalls so grosso modo. Das heißt, wir kommen, wenn wir Biografieerarbeitung oder im Alltagsverständnis Biografiearbeit, ich sitze im Altenheim mit einer Gruppe von alten Menschen und wir tauschen uns über Biografie aus. Wir tauschen uns aus. Ist viel besser, als zu sagen, ich mache mit euch da Biografiearbeit und von mir erzähle ich auch nichts. Also ich bin in einer Gemeinschaft von Menschen, die biografisches Material aus ihrem Gedächtnisarchiv hochholen und teilen und genau in diesem Prozess aber auch, nicht, grob im Altenheim, auch Biografie machen. Denn die Stunde ist dann zu Ende und sie sitzen dann wieder in ihrem Zimmer und denken über das nach, was geschehen ist. Das heißt, sie graben hinein in ihr Gedächtnis und holen das nach vorne. Bedeutet, ich brauche also, um Biografiearbeit zu machen, biografische Arbeit mit Menschen zu machen, ein Verständnis dessen, was Biografie ist. Und das machen wir bitte kurz. Ich lade Sie dazu ein. Schlagen Sie die Augen nieder, weil mit dem Abgeblendeten sind wir leichter und näher an der Innenwelt, und befragen sich mal, was ist meine fachsprachlich subjektive Theorie über Biografie? Nee, also was ist meine eigene Sicht von Biografie? Das ist wichtig. Eigentlich müsste ich mit Ihnen darüber kommunizieren, wenn ich in Biografieerarbeitung, therapeutische Biografiearbeit einsteige, dann müsste ich eigentlich wissen, was versteht der andere denn überhaupt unter Biografie? Nicht? Biografieerarbeitung in einem therapeutischen oder pädagogischen Kontext beginnt eigentlich mit dem Miteinander austauschen, was ist das denn, meine Biografie? Nicht? Und dann werden die einen oder anderen sagen, na ja, gut, das ist mein Lebensweg. Also Biosodie. Oder das ist meine Lebensgeschichte.
nicht eine biografische Narration, die ich aufgezeichnet habe. Dann kommt schon wieder Fachsprache herein. Biografische Narrationen, nicht, das sind Erzählungen, die das Leben geschrieben hat und die ich aufgenommen habe und aus denen ich dann eine sprachliche Erzählung mache. Nicht, in der Biografiearbeit werden die Dinge versprachlicht, die ich multisensorisch aufgenommen habe und die ich auch in einem vielfältigen Gedächtnis, wir nennen das eine multimnestische Aufnahme ist Gedächtnis, ein vielfältigen Gedächtnis aufgenommen haben. Die kann ich jetzt reproduzieren. Und im Reproduzieren, nochmal wiederholt, geschieht wieder Biografiearbeit als das Formen einer Biografie, als ein Beitrag zum Vollzug von Biografie. Jetzt haben Sie inzwischen Ihren Vers auf Ihr Verständnis von Biografie gemacht. Und ich lese Ihnen kurz eine fachliche Definition vor, die ich mal vor 30 oder 40 Jahren gemacht habe. Denn Biografiearbeit haben wir Anfang der 70er Jahre schon gemacht, eigentlich Ende der 60er Jahre in Altenheimen. Und die kann man dann auch nachlesen. Also die ist hier von 1978 und die lautet: Biografie ist die neurozerebrale Aufzeichnung von Entwicklungsprozessen im sozialen und ökologischen Kontextkontinuum. Jetzt klopfe ich mir auf die Schulter und sage, hast du brav gemacht mit der Johanna Sieper? Weil da steht im sozialen und ökologischen. Nee, und das geht zurück auf 1965, wo wir sagen, der Mensch lebt in einem sozialen und ökologischen Kontextkontinuum. Also so lange ist unser Fokus schon auf die Lebenswelt, auf die ökologische Lebenswelt. Also Biografie ist die neurozerebrale Aufzeichnung von Entwicklungsprozessen im sozialen und ökologischen Kontext und Kontinuum. Entwicklungsprozesse, die sich über die Lebensspanne hin von Babyzeiten bis ins hohe Alter vollziehen. Sie werden im Leibgedächtnis archiviert und sind wesentlich von Sprache, verbaler und nonverbaler bestimmt. Sodass Biografiearbeit bzw. Biografieerarbeitung in einem erzählerischen Klima von Erzähldiaden, also zwei Leute sitzen da, dialogisch geschieht, oder in Erzählgruppen, in Polyaden, polylogisch möglich wird. Nicht, wir unterscheiden die Dialogsituation, da sitzen zwei. Und die Polylog-Situation in einer Gruppe, Polyade, griechisch, da sitzt eben Leute im Altenheim oder in der Jugendarbeit, da sitzt man zusammen und dann geht das hin und her im Austausch. Hoffentlich, dass nicht nur einer, wie ich jetzt, erzähle. Denn was ich erzähle, löst ja bei Ihnen auch innere Resonanzen auf. Also vielfältige Resonanzen, Zustimmung oder Skepsis oder ach, kenne ich auch, habe ich auch schon gedacht. Und da habe ich mit meinem Freund oder meiner Freundin unlängst noch mal drüber gesprochen oder mit meinem Patienten nicht. Also die Resonanzen kommen auf und jetzt mit 100 Leuten, da wäre das schon ein Gesumme und ein Gewirre von sprachlichen Äußerungen und dann kommt es auch zu keinem Polylog mehr, sondern das wird wirklich ein Geschnatter und Geraune und Gerede. Aber wenn wir in einer kleineren Gruppe sind, dann kommen wir in einen Polylog und in dem Polylog werden die einzelnen Äußerungen der Anwesenden aufgezeichnet und das trägt dann wieder zur Biografie bei. Und wenn wir übermorgen darüber sprechen würden, mit dem Ziel, das nochmal auszuloten, was hier erzählt worden ist, dann sind wir schon in einer Biografieerarbeitung. Wir erarbeiten nämlich, was in der Biografie schon drin ist. Und dann kommt natürlich sofort
die Entwicklungspsychologie in der Lebensspanne, im Lifespan Development auf. Das steht denn da, nicht? Dass es über die Lebensspanne hin, von den Babyzeiten bis im hohen Senium, sich vollzieht, dass die Dinge aufgezeichnet werden. Was natürlich nicht heißt, dass uns die immer auch zugänglich sind, denn im frühkindlichen Bereich, da haben wir die sogenannte frühkindliche Amnesie, nicht, die geht so bis ins zweite Lebensjahr, die ersten Erinnerungsstücke sind so, kommen so aus dem zweiten Lebensjahr, eigentlich erst aus dem dritten Lebensjahr. Und da ist sprachlich noch wenig und davor noch gar nichts aufgezeichnet, weil wir nicht über die Sprache verfügen. Das heißt also, die ganz frühe Biografie ist uns sprachlich nicht zugänglich und ist uns reflexiv nicht zugänglich. Das hat was mit der Neurobiologie unseres Gedächtnisses zu tun. Zum Beispiel können Szenen und komplexe Szenenfolgen in der frühen Säuglingszeit nicht aufgezeichnet werden mit nachhaltigen Speicherungen. Deswegen sind die auch nicht zugänglich, weil eines der wichtigen Bereiche in unserem Gehirn, das für die Aufzeichnung wichtig und bedeutsam ist, noch nicht ausgebildet ist, nicht voll ausgebildet ist. Nicht? Dieses Zentrum bildet sich erst ungefähr um den 9. postnatalen Monat so aus, dass komplexe Aufzeichnungen möglich sind. Und dann können wir immer noch nicht drauf. Also fragen Sie Ihr 12-monatiges oder 18-monatiges, das gerade mal anfängt, sich im Spiegel selbst zu erkennen. Nicht? Da erkennt es sich. Aber ob es sich auch schon erinnert, ist eine Frage. Nicht? Fragen Sie die mal, was war denn gestern? Oder was war denn vor 5 Monaten, als wir die Tante Anneliese besucht haben? Nicht? Und da ist also biografisch noch nichts aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung, die dann zugänglich wird und für uns dann eine zugängliche Biografie ermöglicht, die beginnt um das Ende des 2., Anfang des 3. Lebensjahres mit dem sogenannten autobiografischen Memorieren. Nicht? Also ich kann zurückdenken, was gestern war. Und weil ich das kann, ist es mir auch dann kurze Zeit später möglich, antizipatorisch mir zu fantasieren, was kommen wird. Nicht? Sie sehen diese wichtige Schnittstelle zwischen Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft wird uns möglich durch das autobiografische Gedächtnis, durch das biografische Gedächtnis, das aufgezeichnet hat vorgestern, der sagt noch nicht vorgestern, aber weiß da vor mir etwas zurückliegend, war der Vater da und er ist jetzt auf Reisen und dann sagt die Mutter vielleicht, und jetzt musst du noch einmal und zweimal und dreimal und weiter geht's nicht. Also 4, 5, 6, 7 Mal schlafen und dann kommt er wieder. Das heißt also, das Gedächtnis, die Memoration ermöglicht uns die Antizipation. Und in dem Moment, wo dieser Prozess entsteht, dass wir auch antizipieren können. Piaget hat das schön 1942 untersucht über das Gedächtnis beim Kinde, die Entwicklung des Gedächtnisses beim Kinde. Diese Fähigkeit der Vorwegnahme, die auch wächst, immer weiter wächst, die ermöglicht uns auch eine Biografie zu haben als eine Geschichte, auf die wir mehr, minder auch zugreifen können. Und wenn Sie jetzt mal gucken, nicht Ihr 3. und 4. Lebensjahr, also so viel ist da auch nicht memorierbar. Und wenn Sie dann ins 1. Schuljahr gehen, denken Sie mal gerade an Ihre Schultüte. Ich hoffe, Sie hatten alle eine. Und wenn Sie keine hatten, wird da noch so ein Gefühl von Neid und Beklommenheit und eventuell sogar beschädigt sein. Ich habe keine gehabt und alle haben die gehabt. Nicht? Und wenn Sie biografisch arbeiten, dann müssen Sie nicht nur in der Übertragung arbeiten, um aus der Übertragungsneurose dann an
Vergessenes und Verdrängtes zu kommen. Sie brauchen nur sagen, wie war das denn? Hattest du eine Schultüte? Oder was war denn deine beste Freundin im Kindergarten? Und wie hieß deine Lehrerin in der ersten Schulklasse? Nicht? Also wenn wir solche Schlüssel, erlebnisaktivierende Schlüssel haben, dann kommen wir sehr schnell und sehr bald und relativ konkret auch an Geschichte und Biografie heran. Mit der Biografie entsteht noch etwas anderes, nämlich es entsteht nach und nach ein sich seiner selbst bewusstes Wesen. Sie werden selbstbewusst. Und sie bekommen auch ein Gefühl für sich selbst. Nicht mit dem autobiografischen Memorieren, das so Ende zweite, Anfang drittes Lebensjahr zugänglich wird. Und da kommt gleichzeitig auch eine ganz wichtige Qualität auf, die sich im Sozialisationsprozess vollzieht. Und das ist das Selbstwertgefühl. Nicht, dass es für Therapeuten unter Ihnen wichtig zu wissen, nicht, das Selbstwertgefühl ist nicht angeboren und das entsteht auch nicht im ersten Lebensjahr, sondern das steht in dieser Zeit, wo das Kind reflexiv beginnt, über sich nachzudenken und zu spüren, was es ist und wer es ist und wie mit ihm umgegangen wird. Denn ganz viel von dem, was es ist und wie es ist, ob es ein Liebes ist oder nicht so Liebes ist, sind ja Verinnerlichung von Welterfahrung, von Erfahrung in der Primärbeziehung, in den Primärbeziehungen. Und ja, da sind wir noch gut in der Psychoanalyse drin, da sind wir auch noch gut in der Gestalttherapie drin oder bei Rogers, die ja mehr aufs Hier und Jetzt schauen, aber ab und zu kommt dann mal was aus der Vergangenheit hoch und dann sind es meistens Beziehungserfahrungen, Bindungstheorie, all das. Und wir fokussieren dann aber auch das ökologische Umfeld. Und das können Sie mal kurz tun. Haben Sie einen Lieblingsspielplatz gehabt? Haben Sie ein Baumhaus gehabt? Gab es einen Garten mit einem Sandkasten, nicht? Also wo Sand und Katzenpisse und was so alles so in Sandkästen drin ist. Und hatten sie einen Keller, vor dem sie Angst hatten, obwohl da auf der Apfelrutte die guten Äpfel lagen, nicht? Und dann sehen Sie, dass in der Biografie eben auch szenische Aufzeichnungen sind. Sie brauchen jetzt nur noch mal an Keller hinzuriechen. Das heißt also, in ihre olfaktorische Zone gehen, in die olfaktorische Rinde, da gehen Sie ja nach, ich sage das jetzt so neurobiologisch, da ist so ein Rindenteil, wo die Gerüche auch drin sind und dann kann ich die evozieren. Das heißt, aus meinem multimnestischen Gedächtnis, meinem vielfältigen Gedächtnis kommt jetzt Kellergeruch. Ich sprach da gerade von den Äpfeln, holen sich doch mal gerade Apfelgeruch her. Ja, also Boskop oder Gravensteiner oder so ein gewachster Granny. Das sind alles Elemente ihrer Biografie. Und aufgehört, also die Grannys werden sie als kleine Kinder, ja, ich habe sie als kleine Kinder nicht gehabt. Da waren also keine Importe, aber Boskop hatte ich. Nicht? Das heißt, sie sind gefüllt mit sensorischen Eindrücken, die auch ihre Reaktionen darauf, also ihre eigenen persönlichen Reaktionen darauf festgehalten haben. Und damit entwickelt sich das Selbstgefühl. Das Gefühl für sich selbst und im Selbstgefühl ist eben das Selbstwertgefühl etwas ganz Wichtiges, weil ich wertgeschätzt worden bin, erlebe ich Wert. Und wenn ich nicht wertgeschätzt worden bin, dann erlebe ich auch Mangel und eventuell auch Selbstzweifel oder ich erlebe mich als nicht viel wert. Für Biografiearbeit und Biografieerarbeitung, ich nehme immer beide, nicht
so unterwegs, sage ich auch, Biografiearbeit, aber es ist besser, wenn Sie eine Zeit lang, wenn Sie sich da einarbeiten wollen, immer wieder sagen, Biografieerarbeitung. Ich bin jetzt gerade in der Biografieerarbeitung mit dem Ralf Stöver. Nicht? Und dann sagen wir beide, ja, wir arbeiten beide an unseren Biografien. Und wo stehen wir gerade im Leben? Und wohin wollen wir denn auch gehen? Dann kommen wir nochmal an diese Aussage von mir. Also Biografiearbeit ist eben nicht nur Geschichte, weil in dem Moment, wo die Antizipationen hinzukommen, wo wir eine antizipatorische Kompetenz entwickeln, wo wir voraussehen, was demnächst auf uns zukommt, wo wir zu Prospektionen fähig sind, dann gehört das prospektive Moment, die Zukunft auch mit in die Biografiearbeit und die Biografieerarbeitung. Nicht also diese Frage, die wir in Lady Madonna hören, nicht? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Das ist nicht etwas, auf das ich warten muss, bis ich 64 bin, sondern in meiner laufenden Biografie, die eben auch Antizipationsarbeit ist, also diese vielen Sorgen, die Sie haben, vor einer Prüfung zum Beispiel, oder wenn Entlassungsgefahr im Vollzug ist, nicht? Und das berührt mich und ist Teil meiner biografischen Arbeit. In meinem Kopf beginnen sich Gedanken zu drehen, Ruminationen, verliere ich den Job oder verliere ich ihn nicht? Das alles ist Teil meiner Biografie und zwar nicht mit 2 Jahren, sondern da muss ich das Zeitbewusstsein entwickelt haben und das Zeitbewusstsein ist natürlich auch abhängig von neuronalen Reifungsschritten. Das heißt also, es kommt zu neuronalen Wachstumsschüben im Gehirn. Und das zweite und dritte Lebensjahr ist so ein besonders starker Wachstumsschub. Da beginnen wir komplexe Sprache zu verstehen. Und die Sprache durchfiltert unser Erleben. Es kommen Benennungen in mir auf, die bekomme ich geschenkt von der umliegenden Sprachwelt. Und dann kann ich etwas über mich erzählen, nicht? Und dann kommt das Kleine aus dem Kindergarten mit 4 und dann kann es gefragt werden, na, wie war es denn heute? Und in dem Moment holt es aus seiner biografischen Aufzeichnung etwas und erzählt und dann kommt es dann zu einer Interaktion darüber, zu Kommunikation darüber und dann kommt es auch zu Planungen, also auch zu Fantasieren, was dann am nächsten Tag im Kindergarten geschehen wird. Bedeutet also Biografiearbeit mit Menschen im therapeutischen Kontext, im sozialarbeiterischen Kontext, pädagogischen Kontext, ist immer auch und ganz wesentlich, sie ist strukturell auch Zukunftsarbeit. Denn ich gehe heute in meine Therapiegruppe und arbeite an meiner Biografie oder an meiner sich vollziehenden Gegenwart. Ich kann ja ruhig in dem sogenannten Hier und Jetzt bleiben. Nicht das, was sich in der Gruppe gerade vollzieht, aber das ist ja schon Biografiearbeit. Da wird Geschichte in Zukunft verwandelt. Und deswegen, nicht wenn ich eine Biografiearbeitsgruppe mit therapeutischer oder pädagogischer Absicht mache, dann mache ich die heute, damit es mir morgen besser geht. Dann mache ich die heute, damit ich mich besser verstehe, damit ich mich besser verhalten kann in meinem Team und an meinem Arbeitsplatz. Damit ich die Sorgen, die ich hatte, damit ich die loswerde oder es mir ein bisschen leichter wird und die Ängste, die ich noch mit mir herumschleppe und vielleicht sogar traumatische Erfahrungen, die nachhallen und in mir noch virulent sind, also nicht vergestrigen, nicht in das Vergessen sinken, sondern dass die so stark sind, dass es sogar zu Intrusionen kommt. Nicht? Ich sitze jetzt gerade hier und dann kann etwas in mir aufkommen aus den Aufzeichnungen meines neurozerebralen Gedächtnisses und das bedrängt mich und überflutet mich bis hin, dass ich eine
Stressphysiologie bekomme. Also Biografie ist auch immer abgespeicherte und gerade laufende, virulente Physiologie. Mit einem solchen Konzept von Biografiearbeit und Biografie kommt eine Eigenart des integrativen Ansatzes herein. So wurde er nämlich begründet als eine leiborientierte Therapie. Leib, ne, altes Wort. Ein Leibchen hat man vielleicht mal angehabt als Kleinchen. Leiborientierte Therapie heißt, wir haben ein Verständnis des Körpers als Gedächtnisorgan. Und was macht dieses Gedächtnisorgan? Es verleiblicht oder verkörpert das, was ich aus der Welt aufnehme und was mir meine Innenwelt als Resonanz auf das Aufgenommene, da schreit jemand draußen und ich erschrecke mich. Und das Erschrecken nicht nur das Geschrei, sondern das Erschrecken nehme ich auch auf und zeige das auf. Und das nennen wir Embodiment oder Verkörperung. Nicht dieser Embodiment-Gedanke, der von Merleau-Ponty und seinem Lehrer, auch meinem Lehrer, weil ich bei dem promoviert habe, Gabriel Marcel, nicht, das sind diese französischen Leibphilosophen, die gesagt haben, Marcel, mein Leib ist eine Geschichte, es ist meine Geschichte, ich bin Geschichte. Das muss man sich nochmal deutlich machen. Ich bin Geschichte, leibhaftige Geschichte, weil all das, was an Biografie in mich eingeschrieben, nicht Graphein, ist einritzen, eingraben, nicht? Und das ist neuronal natürlich so, dass die Gedächtnisspuren sind ja physiologische Markierungen, die da sind. Und das heißt, Biografie muss immer als verkörperte Biografie gedacht werden. Deswegen soll die auch nicht nur in Verbalnarrationen ablaufen, nicht? Also man erzählt, man erzählt, man erzählt, man plappert und man plaudert und so weiter, sondern es geht darum, dass Biografie Bearbeitung und Erarbeitung, jetzt unterscheide ich zwischen Bearbeiten und Erarbeiten. Also wenn ich was bearbeiten will, muss ich erst mal herholen und erarbeiten. Dann kann man sagen, das ist nicht so gut gelaufen, müsste anders laufen, dann können wir es eventuell bearbeiten. Also in dieser Biografie-Erarbeitung muss das ganze Spektrum leiblicher Empfindungen, nicht Empfindung heißt ja schön, nicht? Ich finde etwas in mir, deswegen Empfindung. Das ganze Spektrum einstmaliger Empfindungen, süß oder sauer oder glatt oder rau oder hart oder weich, evoziert werden, nach vorne geholt werden. Nicht? Und dann sind sie eben bei den verschiedenen Gedächtnismöglichkeiten, auf die die Biografie zurückgreifen kann. Ich bringe da meist so ein paar Beispiele. Eins kann man ganz schnell, wir sind hier am Bevensee. Und im Sommer kann man da auch ganz gut, wenn das Wasser hochsteht, sogar von der Mauer rein springen. Und Sie alle, die meisten jedenfalls von Ihnen, also wahrscheinlich niemand in der Kalahari-Wüste groß geworden oder in der Namib, also gut, Sandbaden kann man auch. Aber denken Sie doch einfach mal den Bauchplatscher, den Sie gemacht haben, als Sie vom Beckenrand ins Wasser, nicht? Bauchplatscher, nicht? Und dann merken Sie, da ja eine Wärme und vielleicht sogar ein Brennen und Kribbeln, nicht? Es kommen aus Ihrem Leibgedächtnis, kommen Signale auf, die in Ihnen Physiologien entstehen lassen. Also das könnte man jetzt sogar anmessen am Kapillarsystem, am elektrodermalen Hautwiderstand. Also da ist was passiert, das ist nicht ein bloßer Gedanke. Biografie ist in unserem Ansatz etwas eminent Leibliches. Und das hat seine schlimmen Seiten, etwa bei der Erinnerung von Verletzungen, von Traumatisierungen, von Fieber erleben, nicht? Also nicht ein Kind, das so richtig fiebert, nicht? Das ist, einige werden das jetzt, wenn ich davon so spreche, werden das auch spüren, oder eben das wirklich dick aufgeschlagene Knie,
nicht, das wirklich stark geblutet hat, vielleicht sogar genäht werden musste. Also das ist die unerfreuliche Seite, aber notwendig, weil man lernt, dann nicht immer wieder aufs Knie zu fallen. Es sind ja auch Lernprozesse, die damit verbunden sind, aber auch sie entsinnen sich an die Streicheleinheiten, die sie bekommen haben und die Knuddels, die sie bekommen haben und Erdbeersatt, also all die vielen Erdbeeren in der Erdbeerzeit, nicht das alles gehört zur Biografie, nämlich ich schmeckte jetzt auch, also das heißt, ich habe jetzt einen leichten Speichelfluss, weil ich gerade innerlich, also einmal das Bild mit dem so einem Spankörbchen voll Erdbeeren ist gerade gut sichtbar, also nicht auf dem anderen Rechner, der da ist, da sind die Definitionen drauf. Wenn ich sie dann brauche oder auch nicht, es kommt jetzt auch Erdbeergeruch auf. Ich hoffe auch, denn duftende Erdbeeren ist was Schönes, wenn es jetzt noch Waldbeeren sind, dann kriegen sie noch mal eine feine andere Geschmacksnuance. Das alles gehört zur Biografie. Und wenn wir da unglückliche, dysfunktionale, belastende Verleiblichungen haben in unserer Biografie, also eingefleischte Geschichte von Schlimmen, dann tritt die vielleicht in den Hintergrund, weil das Leben weitergeht und vieles überspielt und weil natürlich auch Erinnertes in der Regel vergestrigt, nicht? Also es geht in das Gedächtnis hinein und verblasst ein bisschen, aber jetzt habe ich gerade die Erdbeeren wieder hergeholt und dann wird es wieder etwas prägnanter. Aber es gibt vieles, was vergessen wird und was gut ist, dass es vergessen wird und das eben nicht verdrängt wird. Nicht in der Neurobiologie ist man mit der Verdrängung nicht mehr so unterwegs, sondern man sagt, es wird dissoziiert. Es wird an den Rand des Bewusstseinsfeldes geschoben und an den Rand der Gedächtnisarchive. Also dann braucht es auch schon wieder etwas, bis man das reaktualisieren kann. Und eigentlich ist es ganz schnell da, nicht? Denken Sie nur einmal, wie Ihre erste Lehrerin in der ersten Klasse oder Lehrer, wie die hieß, das weiß man nicht. Dann kommen die Kinder nach Hause und sagen, meine Lehrerin hat aber gesagt. Nicht? Das sind diese wichtigen Schlüsselszenen, die bleiben relativ stabil und vieles, den Pfennig, den sie gefunden haben, verblasst. Aber wenn sie an einem Tag 3 Pfennige gefunden haben, bleibt es hängen. Das heißt also, Biografie muss auch ein gewisses Aktivierungsniveau haben, damit die auch gut zugänglich ist. Und in diesem Sinne ist Biografiearbeit nicht nur und primär etwas, was wir machen müssen, damit alte Menschen ihre Lebensbilanz besser machen können oder dass Menschen mit psychosomatischen Störungen, da ihre Biografie besser verstehen können, damit wir daran was reparieren können, sondern Biografiearbeit gehört zu dem Programm von uns Hominiden, nämlich zu erzählen. Narrare necesse est, also erzählen ist notwendig. Und dann sitzen Sie im Zug von Düsseldorf nach Basel und da sitzen Sie mit einigen Leuten zusammen und dann geht's los. Bis in ganz private Dinge wird da Biografie geteilt. Also Biografie will auch erzählt werden, weil das Teilen von erfahrener und erlebter Geschichte das Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen stiftet und vertieft. Also deswegen auch gruppale Biografiearbeit, nämlich um Zusammengehörigkeitsgefühl zu kräftigen. Und weil in solchen Erzählgruppen, in einem guten narrativen Klima, in einem guten Erzählklima auch viel Gutes erzählt wird. Und das ist ganz wichtig. Biografie sollte fokussieren auf all die guten Ergebnisse und die guten Erfahrungen, die sie gemacht haben. Wenn das hochkommt,
dann kommen auch gute Gefühle, gute Empfindungen und damit immer auch gute Physiologien auf. Nicht, das sind nicht nur Worte, das sind auch nicht nur neurozerebrale Aktivierungen im Hippocampus, nein, auch Aktivierungen in den Mandelkern, in den Amygdalae. Und da sind nicht nur die Traumata aufgezeichnet, sondern da sind auch alle großen Glückserfahrungen aufgezeichnet. Erfahrungen des Wohlseins und Erfahrungen guter Sexualität. Und natürlich auch Erfahrungen schlimmer Sexualität, Missbraucherfahrung. Das ist da. Und Biografiearbeit, die einseitig auf Traumatisches oder Negatives fokussiert, kann auch negative Effekte haben. Denn Sie kennen ja von Diamond, dieser bedeutenden Neurowissenschaftlerin, die diesen Begriff, dieses Konzept use it or lose it, also gebrauch es, sonst wirst du es verlieren. Und wenn ich immer nur in der Negativität Therapie mache und nicht auf die salutogenetischen Erfahrungen auch gerichtet bin, dann aktiviere ich Negativität und skripte sie auch. Das heißt also, diese Erfahrungen können stärker werden. Das hat ziemliche Konsequenzen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann und will. Wenn man auf die sogenannten Reizkonfrontationstherapien etwa in bestimmten Formen der Traumatherapie schaut. Also einseitig muss man Fragezeichen machen. Besonders wenn keine salutogenetischen Erfahrungen, also nur pathogenetische Erfahrungen, keine Gesundheitserfahrungen mit vergegenwärtigt werden. Und da können Sie dann direkt rausziehen, also einen Grundsatz. Biografiearbeit muss immer und immer und immer einen starken salutogenetischen Fokus haben. In Therapien müssen Schutzerlebnisse, protektive Faktoren hervorgeholt werden. In Therapien, in therapeutischer Biografiearbeit, aber auch in erwachsenenbildnerischen, müssen Erfahrungen des Gelingens und nicht nur die des Misslingens hervorgeholt werden. Und beim Misslingen nicht nur das Misslingen, sondern das Überwinden, sogenannte Überwindungserfahrungen. Und diejenigen, die hier selbst biografisch arbeiten, Biografiearbeit machen, schreiben sich das einfach jetzt mit ein, lassen Sie das mal ein paar Mal so drehen, Erfahrungen des Gelingens sind wichtig. Erfahrungen der Überwindung, Überwindungserfahrungen sind wichtig. Und das müssen Sie im Repertoire haben, weil wir durch unsere dysfunktionale Sozialisation in Psychotherapieausbildung, die haben nämlich durchaus eine dysfunktionale Sache, eine dysfunktionale Sozialisation durch Psychotherapie besteht darin, dass wir immer in den Anamnesen oder in der Diagnostik, holen sich das ICD-11 jetzt her oder das 10er oder das 9er, wenn sie lange arbeiten, oder das DSM-3, 3b, 4 und 5. Wonach schaut man? Nach dem Versagen, nach den Beschädigungen und ihren Resultaten. Nicht? Also was sie dann in der Borderline-Persönlichkeitsstörung, holen sich das mal so eben her, nicht? Dann sehen sie eben diese erstes Item, nicht? Die Angst, die starke Angst, verlassen zu werden. Verlustangst, nicht? Da sage ich immer, wenn ich das lese, sage ich, wer nicht? Also wer hat nicht auch eine starke Angst, verlassen zu werden? Weil das gehört auch zur Biografie. Es gibt eben Biografie auch von Verlusten. Es gibt aber auch Biografie von Gewinnen. Und dann nochmal so einen kleinen Hinweis. Es lohnt sich in der Biografieerarbeitung zu schauen, wo sind deine wichtigen Freundschaften? Also auch die, die man irgendwann verloren hat, jetzt nicht mit dem großen Krach, sondern sie zieht weg oder er zieht weg, nicht? Und dann ist aber trotzdem in meinem Leibarchiv, sprich dem Archiv meiner biografischen Erfahrung, sind gute Freundschaftserfahrungen, nicht? Also was habe ich alles
von meinen Freunden, Freundinnen bekommen, erhalten. Und wenn ich da hinschaue, und das merke ich jetzt gerade auch, kommen auch Gefühle von Dank auf. Und so, da wird einem, sagt man, wird einem warm ums Herz. Und das ist jetzt nicht nur ein biografischer Gedanke, sondern in meiner Physiologie läuft jetzt etwas, dass der kapillare Durchstrom in der Herzregion durch die Weitung der Gefäße auch eine gute Wärme erzeugt. Und das sind Sachen, die in einer leiborientierten Biografiearbeit Platz haben müssen. Und nicht nur Platz haben, es gehört eigentlich dazu. Nicht, was ist deine Resonanz im, jetzt kommt Kernbegriff, im eigenleiblichen Spüren. Eigenleibliches Spüren, es geht also nicht darum, um die Biomasse hier zu spüren, die hier auf dem Stuhl sitzt, sondern das mit Leben erfüllte Gedächtnis, das eben auch Stimmungen und Atmosphären enthält und auch leibliche Resonanzen der Freude, des Schmerzes, der Trauer, des Gelingens und des Misslingens. Heißt also, Biografiearbeit arbeitet ganz stark mit sogenannten Qualia, mit Qualitäten, Erlebnisqualitäten. Gefühle sind Erlebnisqualitäten und die sind im Moment wieder glücklicherweise ein Fokus der neuesten Neurobiologie, also von Karl Deisseroth, der entdeckt hat mit der Optogenetik, wie man im Gehirn die Arbeit einzelner Neuronen verfolgen kann und wie, wenn ich jetzt rede und erzähle, diese neuronalen Vernetzungen aktiviert werden und sich dadurch erhalten, eventuell sogar verstärken. Und wenn es schlimme Aktivierungen sind, dann setzt therapeutische Arbeit auf, aber nicht nur therapeutische Arbeit. Also schlimme Erinnerungen, und die haben doch alle schlimme Erinnerungen auch, und die sind doch nicht nur durch die Therapie besser geworden. Vielleicht sind sie sogar schlimmer geworden durch Therapie, denn es gibt ja auch Therapieschäden. Darf man nicht vernachlässigen. Sie sind auch besser geworden durch das Gespräch mit Freunden. Also das freundschaftliche Gespräch, der Austausch mit Freunden, manchmal der Austausch mit fremden Menschen in einer Selbsthilfegruppe, löst in mir Schmerzliches auf. Schmerzlich heißt, dass auch Physiologien aufgeschaltet werden. Es gibt eben auch eine physiologische Biografie. Es kommt zu Herzklopfen, es kommt zu Schweißausbruch, es kommt zu Verkrampfungen. Und dann sind andere Menschen da, unter tiergestützten Therapie, vielleicht ein Hund, der das merkt, und dann kommt er und kuschelt sich an das Menschentier und signalisiert, du bist zwar mein Leittier, Mensch, aber dir geht's nicht so gut und jetzt bin ich an deiner Seite. Und in der Selbsthilfegruppe kommt dann dieses so wichtige Moment des Trostes. Wir haben die Trauerarbeit und in der integrativen Therapie haben wir die Trostarbeit eingeführt. Trauerarbeit hat der Freud nicht, kann man eigentlich nicht sagen. Freud hat sie entdeckt, genau wie die Trostarbeit auch von uns wieder entdeckt wurde. Denn Trostbriefe hat der Seneca schon geschrieben. Also Trost eine ganz wichtige Sache. Was tut der Trost? Er kommt von einem Menschen, der beruhigt ist, der nicht aufgeregt ist, der nicht selbst hoch erregt ist, weil in ihm gerade ein Trauma aufkocht, sondern der kommt und er spricht mit Beruhigung, mit einer beruhigenden Stimme. Und dann gibt es die emotionale Ansteckung. Da sind die Spiegelneuronen ein bisschen dabei. Da ist vor allen Dingen das empathische Miterleben, ohne selbst in der Aufgeregtheit zu sein. Und dadurch werde ich angesteckt, sofern er nicht in die Panik gerät. Dann werde ich von der Panik angesteckt. Und dann ist die Biografiearbeit eine, in der sich die Aufgeregtheit und die Überforderung fortschreibt, wo sie sich doch eigentlich
abpuffern sollte und dann verinnerlichen. Wir löschen nicht das Trauma, wir löschen nicht die Schmerzerfahrung, sondern wir fügen etwas zur biografischen Erzählung hinzu, nämlich die Erfahrung, da ist jetzt jemand, der hat mich verstanden, der hat mich empathisch erfasst, der hat mich gesehen mit meinem Leid und ist davor nicht erschreckt, sondern ist da geblieben und hat mir Trost gespendet. Und dann kommt dabei eben vielleicht eine Physiologie des Trostes, der Tröstung und damit verbunden der Dankbarkeit auf. Und das bedeutet, dass die Stressphysiologie, die vorher war, mit einer starken Cortisolausschüttung, mit einer Ausschüttung von Katecholaminen, also Adrenalin, Noradrenalin, dass das runtergefahren wird, dass andere Neurohormone ausgeschüttet werden und die biografische Erfahrung ergänzt wird mit Leiberfahrungen, die damals nicht da waren oder die damals nur sehr schwach da waren. Nicht? Also nicht jedes traumatische Geschehen ist ja ohne Hilfe. Aber wenn es ohne Hilfe ist, ohne protektive Faktoren, schlecht. Und in der biografischen Traumabearbeitung kommen wir und vielleicht die Gruppe, die dabei ist, als mitfühlende Menschen hinzu und es kommt zu einer sogenannten korrektiven Erfahrung. Nicht? Dieses Konzept, das Ferenczi begründet hat und von seinem Schüler Alexander als korrektive emotionale Erfahrung formuliert worden ist, 1948, Alexander French. Und wir fassen das ein bisschen weiter und wir sagen, es sind korrektive emotionale Erfahrungen, aber auch korrektive kognitive Erfahrung, denn ich denke anders über das Schlimme. Ich fühle nicht nur anders darüber, ich denke anders. Und ganz wichtig jetzt das Dritte, also korrektive kognitive Erfahrung, kann ich anderes erzählen, korrektive emotionale Erfahrung, es kommen nicht mehr diese schlimmen Schmerzen auf, sondern eher, boah, man hat mir geholfen, ich habe es geschafft, ich habe es überwunden. Und drittens, korrektive somatomotorische Erfahrung. Heißt also, auch meine Physiologie, auch mein Leibempfinden gleicht sich aus. Ich denke an Schlimmes und verspanne mich nicht. Obwohl ich weiß, es war schlimm, ich verspanne mich nicht. Und dann geschieht was in der Methodik der Biografiearbeit, dass wir sagen, okay, jetzt hast du eine schlimme Geschichte erzählt, nicht? Und die hast du schon mal erzählt und wir kennen die und du und wir kennen auch andere Geschichten. Schau mal, was du für eine Korrekturerzählung auch in deinem Leben hast. Und dann holen wir neben die malignen Geschichten, die belastenden, die giftigen, ätzenden Geschichten, holen wir auch Geschichten des Wohlfühlens, Geschichten der Freude und Geschichten der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit hat eine sehr große Nachhaltigkeit. Also nicht nur Trauma hat Nachhaltigkeit, sondern Dank und Dankbarkeit, Trost und Tröstung haben eine große Nachhaltigkeit. Der Marc Aurel, einer meiner Lieblingsphilosophen, von dem haben wir leider nur eine größere Schrift, und dann sind im 19. Jahrhundert noch zwei Briefe oder drei von ihm entdeckt worden. Der hat Notizen für mich selbst, so heißt das. Notizen für mich selbst. Und das hat er aufgeschrieben. Da war im Kriegslager in Österreich gewesen, ging ihm gerade auch nicht gut. Und da hat er für sich selbst etwas aufgeschrieben. Und das beginnt mit Dank. Mit Dank an seine Lehrer. Also interessant, nicht nur an seinen Adoptivvater, auch wichtig, nicht? Das gehörte da zu den Adoptionskaisern, das war damals so üblich. An wichtige Menschen in seinem Leben erstattet er Dank. Und ich bin sicher, dass es ihm dabei gut gegangen ist. Und das könnten wir gerade im Moment mal tun, ist eigentlich zu wichtig, dass ich da jetzt drüber wegrede, sondern spüren Sie mal hin,
wo sie Dank empfinden konnten und empfunden haben. Und nehmen Sie ruhig mal auch einen Dank, den Sie nicht so oft sich hochgeholt haben. Auch die sind wichtig. Also genau wie wir nach kleinen Traumata suchen, suchen wir doch auch nach kleinen Erfahrungen des Dankbarseins. Und hoffentlich haben Sie in Ihrem Lebensspeicher, in Ihrem Gedächtnisspeicher, in Ihrem Leibgedächtnis, heißt in Ihrer leiblichen Biografie, möglichst viel. Und wenn Sie nicht so viel davon haben, dann ist es wichtig, nein, erst ist mal wichtig zu gucken, ist das tatsächlich so, dass Sie so wenig haben. Also für so eine Schultüte kann man dankbar sein, wenn das eine nette ist. Also Äpfel, Nüsse und Mandelkerne, heute sind halt Gummibärchen oder sonstig schädliches Zeug drin, schmeckt aber trotzdem gut. Nee? Also Erwachsene und Kinder, wie diese Fabrik hier in unserer Gegend immer in der Reklame hat. Nee? Und dann kriegt man das. Oder ein Glas Wasser, das man gereicht bekommt. Nee? Sie haben eine stressige Strecke hinter sich und kommen dann irgendwo hin und da wird Ihnen ein Glas Wasser gereicht. Das sind diese kleinen Dankbarkeitssachen, die in der Summe aber im Dankbarkeitsfeld Ihrer Biografie. Die Biografien sind in Feldern, in sogenannten Semiosphären geordnet. Nicht? Also Sie können sich an die biografischen Erfahrungen Ihrer Freundschaften und Ihrer Feindschaften und Ihrer Arbeitskollegen. Nicht? Also in den Arealen von Dankbarkeit ist eine Menge. Und wenn da zu wenig ist, dann kann gute Biografiearbeit nur heißen, therapeutische und nicht therapeutische. Nicht? Die meiste Biografiearbeit wird ja nicht in den Therapien gemacht. Ich würde sogar sagen, relativ wenig Biografiearbeit wird in den Therapien gemacht. Wir sollen uns da nicht überschätzen. Die meiste Biografiearbeit wird im Gespräch zwischen Menschen, die miteinander befreundet sind oder die sich gerade miteinander befreunden. Brauchen Sie nur so an Ihre letzte gute Bekanntschaft, die erste Bekanntschaft wurde und dann haben Sie sich angefreundet, haben Biografie ausgetauscht und dann wurde das eine dicke Freundschaft. Oder wo Sie sagen, Mensch, mit der oder mit dem würde ich gerne, aber wohnt leider so weit. Nicht? Und warum? Weil auch zwischenleiblich etwas geschehen ist. Das heißt, wir haben uns leiblich angefreundet, das heißt, die Sicherheitsdistanz, die in Biografien natürlich auch bei uns ist, man wird ja auch manchmal verletzt, man kriegt ja auch manchmal eine gelangt oder einen drüber, nicht? Also wir haben Erinnerungen in der Leibbiografie von Distanzverletzungen und wir haben Nähe. Und wenn da zu wenig ist von guter Nähe, dann ist die wesentlichste therapeutische Arbeit oder sozialarbeiterische Arbeit, Menschen zu helfen, in gute soziale Netzwerke hereinzukommen, wo Freundlichkeit da ist und Liebe da ist und Zuversicht da ist und wo Dankbarkeit und Trost aufkommen kann. Weil dann läuft eine reale Biografiearbeit, die im Leben sich vollzieht. Also deswegen nicht nur Biografiebearbeitung, ich wiederhole das wieder und wieder, sondern die Biografiearbeit, die sich automatisch im Leben vollzieht, weil wir Menschen von unserer Physiologie her Biografiearbeiter sind. Nicht? Wir arbeiten durch die Zeitstrecke hindurch und verarbeiten dabei alles, was von außen kommt und sich in uns bewegt. Vielleicht machen Sie sich das gerade noch mal deutlich. Sie sitzen hier in einer Vorlesung und diese Vorlesung ist Biografiearbeit, die Sie gerade leisten. Ich erzähle Ihnen nämlich nicht nur integrative Therapietheorie oder Biografiearbeit nach Panksepp oder wie die Leute alle heißen, sondern ich erzähle Ihnen etwas über Ihre Biografiearbeit, in der Sie gerade auch stehen und sich das
bewusst zu machen, dass ich ja immer wieder an mir arbeite, an meinem, an einem Lebenskunstwerk arbeite. Nicht, also ich gestalte mich selbst. Und meistens laufen die Selbstgestaltungsprozesse so ab. Viele Leute sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie jetzt sie und jeder arbeitet in jedem Augenblick auch an der Gestaltung seiner leiblichen Wirklichkeit. Und das heißt, lebendige Biografie auf dem Lebensweg. Und dann kommt nochmal dieses Wort, Biosodi, Odos, der Weg. Ich bin auf dem Lebensweg und auf dem vollzieht sich Erfahrung. Schönes Wort, nicht? Ich nehme mir mein Mountainbike und fahre die Lebensstrecke rauf und runter. Und das sind dann die Erfahrungen. Und die sind kognitiv, die sind emotional, die sind perzeptiv im Empfinden, die sind im somatomotorischen Gedächtnis. Denken Sie mal an den kurzen Sprint, den Sie machen, um noch rechtzeitig auf dem Bahnsteig zu sein. Ja, das sind auch diese Erfahrungen, all das gehört dazu. Und natürlich auch das gute Essen und das gute Trinken und die schöne und gute körperliche Liebe. Und auch immer wieder mal die Ruhe, das Stille werden und das vermeintliche Anhalten. Aber wir halten ja gar nicht an. Also gut, es gibt den Herzsekundentod und dann hält der Tod das Perpendikel an, wie es so heißt. Aber ansonsten auch im Stillewerden, in der Besinnung, in der Betrachtung, in der meditativen Versunkenheit laufen die biografischen Prozesse weiter. Die von Ihnen, die immer wieder mal meditieren oder regelmäßig meditieren, die könnten sich ganz leicht jetzt eine meditative Betrachtung und Besinnlichkeit herholen. Und selbst wenn Sie nicht meditieren, Meditation ist ja nicht etwas, was irgendwelche Menschen, die ein Achtsamkeitstraining gemacht haben, sondern wir sitzen vor dem Bebersee am Abend und die Gruppe ist zu Ende und man sitzt da und kommt in eine Versunkenheit, die sich da über dem See auch ausbreitet und werden ruhig und still. Und es ist keine Starre, es ist nichts Totes, sondern es ist ein sanfter Lebensprozess. Die sanften Seiten des biografischen Erlebens herzuholen, hat einen immens therapeutischen, gesundheitsfördernden Effekt. Das ist der Waldspaziergang, nicht, wenn wir die Waldtherapie machen, die Naturtherapien, die wir machen hier am Bebersee, an der Akademie, nicht? Das ist hineingehen in eine nicht beschleunigte Biografie. Gegen Beschleunigung ist auch gar nichts zu sagen, nicht? Die soll man also nicht krank reden. Also stellen Sie mal vor, Sie können nicht mal einen flotten Gang einlegen, nicht? Das sich auch durchaus mal ein bisschen stressen. Aber es geht auch darum, wieder in Entschleunigung hineinzufinden, in sanfte Gangarten hineinzustellen, zu kommen, wo dann die Stresshormone eben nicht ausgeschüttet werden, sondern Eutyme, Neurohormone, die Oxytocin, wie Vasopressin, also in denen Wohlsein aufkommt und Nähe aufkommt und Glück. Dann gibt es das große Glück und das kleine Glück. Und das kleine Glück ist eben auch wichtig. Also gucken wir mal, wie viel oder wie wenig sich ganz viele unserer Patientinnen und Klienten bewusst sind über die Erfahrung kleinen Glücks. Wir sind natürlich auch in einem Erleben, wo die große Erregung, ah gut, der Tennismensch, ich weiß gar nicht, haben Sie den jetzt reingelassen oder nicht, können Sie mir nicht sagen, was will ich dabei nachher gucken, nicht? Also die Serben, doch, die Emigrierten, gibt es ganz viele Ausbildungskandidaten von uns
aus Belgrad sitzen da wahrscheinlich jetzt da. Die haben ein kleines Institut sogar für integrative Therapie. Und die sind vielleicht jetzt auch und fiebern, nicht? Und dann wird ein Stückchen Biografie gemacht, das vielleicht mit einer Beglückung oder mit einer Enttäuschung enden würden. Die einen würden sagen, naja, geschieht ihm ja recht. Und die anderen würden sagen, na, das ist doch ein besonderer Mensch, muss man da eine Ausnahme machen. Und dann kommt in die Biografiearbeit etwas hinein, was ich bis jetzt noch nicht angesprochen habe, was ganz wichtig ist, nämlich das Moment der Bewertung. Weil, wenn mir was Schlimmes passiert ist, ich bin verraten worden von meiner besten Freundin oder von meinem besten Freund, dann kann ich das ja nicht ungeschehen machen. Nicht, das liegt 2 Jahre oder 20 Jahre zurück. Und wenn ich daran denke, denke ich, Mensch, ich könnte sie heute noch erwürgen. Oder was auch immer. Oder ein Haus auf ihr zerschlagen oder was auch immer. Das sind die ganz großen Affekte. Ich kann sie nicht löschen. Also was kann ich tun? Ich kann sie vergleichgültigen. Auch eine ganz wichtige therapeutische und beraterische Strategie. Ich kann dazu beitragen, dass das nicht mehr so wichtig ist, vergleichgültigen. Ich kann sie schwächen, indem ich sage, pass auf, grübel da nicht so oft nach. Und wenn der Gedanke wieder hochkommt, schmeiß Pfefferminzbonbon ein, weil das ist ein sehr starker Ablenker, ein Distraktor. Also Biografiearbeit braucht auch, wenn negative Biografie immer wieder und immer wieder aufkocht, braucht auch Ablehnung, Ablenkung. Also ich kann ablenken. Oder ich kann eine gute Geschichte, sag, pass auf, geh zu der guten Geschichte hin. Und dann nutzen wir etwas, was in der Psychotherapie wenig Beachtung gefunden hat. Denken Sie darüber nach, warum und ob bei Ihnen das auch so ist. Wir gehen zum Willen. Und ich sagte meinem Patienten, wollen Sie, dass diese Gedanken Sie weiter bedrängen? Und er sagte, nee, ich werde sie nicht los. Und dann sage ich, jetzt sagen Sie erstmal laut, ich will das nicht mehr. Und dann wenden Sie sich diesem Gedanken zu, da innen drin, und sagen, ich will dich nicht mehr. Das heißt, Volitionsarbeit, weil Biografie natürlich, natürlich, natürlich eine Geschichte von Willensentscheidungen ist und eine Geschichte von Willensumsetzen und eine Geschichte von Ausdauer, Willensausdauer und eine Geschichte des Scheiterns natürlich. Und wenn ich immer bei der Geschichte des Scheiterns bleibe, wie negativ orientierte, aufs Negativ orientierte Therapieverfahren, die biografisch arbeiten, ohne sich dabei klarzumachen, dass sie dabei ja gerade auch wieder Biografie machen, dann muss man sich klar machen, ich muss hier auch alternative Erfahrungen unterstützen, bis hin, dass ich dazu Hausarbeiten gebe. Denn glauben Sie nicht, dass die eine Stunde, die Sie in der Woche haben mit Ihren Patienten, und das habe ich den Klaus Grabe gefragt, ich habe ja bei ihm lange Zeit gelehrt am Institut, wie er das Buch Neuropsychotherapie, habe ich gesagt, Klaus, wie soll das denn mit einer Stunde in der Woche gehen, neuronale Bahnungen neu zu machen? Und da hat er gesagt, darüber muss man nachdenken, in der Tat, nicht? Deswegen ist Biografiearbeit eben auch nicht nur auf die Einzelstunde, die Zweierstunde begrenzt und nicht nur auf die Gruppe, die man macht, sondern wenn es eine Institution, etwa in der Behindertenarbeit und in der Altenarbeit wird das ja relativ häufig gemacht, fängt an, auch in der Gefängnisarbeit Raum zu greifen, dann geht es darum, biografisches Erzählen als solches zu ermuntern und zu ermutigen. Das heißt also auch mit Freunden, Freundinnen, mit Kollegen und Kolleginnen, auch mit wildfremden Menschen auf irgendwelchen Reisen in biografische Gespräche zu kommen. Und sie brauchen ja nicht sich in allem zu outen. Aber es reicht ja schon, wenn man gute Erfahrungen teilt. Und das geschieht ja auch ganz, ganz normal und ganz automatisch. Menschen erzählen, außer sie sind beschädigt in ihrem Selbstwertgefühl, erzählen gerne
über sich, über die ihren, ihre Familie, außer es ist eine toxische Familie gewesen, über ihre Leistung, über das, was sie tun. Und manchmal fantasieren sie auch etwas hinzu, weil sie gut dastehen möchten. Okay, und das gehört eben auch dazu. Biografien werden ein bisschen geschönt, aber sie realisieren sich, je näher man miteinander kommt, desto wahrhaftiger werden sie auch, außer sie sind hochpathologisch. Und das kann einem auch in der Therapie geschehen, dass die Leute uns etwas erzählen, was sie hören wollen oder wo sie Angst haben, das Wirkliche aus ihrer Biografie zu offenbaren. Und dann kriegen wir keine Pseudobiografie, gar nicht, sondern eine Biografie, die angereichert ist mit virtuellen Erzählungen. Sie können das Fakes nennen, aber das ist viel zu streng. Also zunächst erstmal mit Nachsicht. Menschen haben auch die Tendenz, sich zu heilen, indem sie ihre Geschichte etwas weniger schlimm erzählen, als sie ist. Es sei denn, sie fallen in die Hände von Psychotherapeuten, und das ist leider so. Also Psychotherapie gehört eben auch zu den Risiken, den Gesundheitsrisiken, die darauf warten, dass nur schlimme Sachen erzählt werden. Und je schlimmer, desto größer kann man sich als Psychotherapeut auch fühlen, dass man das ja auch alles so schafft. Und wenn Sie Patienten haben, die nur und nur und nur und nur Schlimmes und Schlimmeres und so weiter erzählen, dann fragen Sie, und was gibt es an Gutem, was gibt es an Gelingem, sodass die erfahren und erleben, der ist an mir auch in den guten Seiten interessiert. Und dann kommen viele einseitige Erzählungen, vereinseitigende Diskurse, wie wir die in pathogenesezentrierten Therapien oft finden, kommen dann nicht hoch oder sie werden schwächer. Das ist ein ganz interessantes Kapitel. Ich schreibe gerade an einem größeren Aufsatz. Ich bin zu einem Diskurs eingeladen worden, über diese jetzt am 14. Dezember gab es so eine Ausstrahlung über eine junge Frau, die in ihrer Therapie erzählt hat, sie sei satanistisch, rituell missbraucht worden und sie hätte da Blut trinken müssen, gesehen werden nicht. Und dann großer Aufschrei und öffentliche Diskussion, ist auch gut so. Aber dann von vielen Seiten, ja, das gibt es zu Tausenden in der Schweiz. Und ich arbeite jetzt gerade an dieser Diskussion mit und schreibe da auch etwas Größeres rein. Weil natürlich gibt es so etwas, aber natürlich kann so etwas auch entstehen, die sogenannten False Memories. Und Vorsicht, Vorsicht, auf keinen Fall alles als False Memories abtun. Denn als die Templersekte in der Schweiz ihr Unwesen trieb, und das ist ja noch gar nicht so lange her, da ist auch ein Säugling als Antichrist geopfert worden, und zwar in Kanada. Nicht? Da hat der Sektenführer jemanden hingeschickt. Also es ist nicht so, dass es sowas nicht gibt, aber nicht mit 6.000 und 10.000 und so weiter. Heißt also, Biografie ist veränderbar, sie verändert sich, sie ist kein Abbild von Wahrheit. Das heißt also, wir haben hier in der Biografie eine aufgezeichnete Wahrheit mit Veränderungen drin, mit Lücken drin, mit Umformungen über die Zeit hin. Und die alten Menschen, mit denen wir dann im Heim Biografiearbeit machen, und wir kommen an den Ersten Weltkrieg, gibt es ja nicht mehr viele von, und an den Zweiten Weltkrieg, und sie reden von ihrer schönen Kindheit. Und wie dann das Lied heißt, darum sage ich es noch einmal, schön war die Jugendzeit, schön war die Jugendzeit, sie kommt nicht mehr. Und war die schön? Meine Mutter 13 geboren und die haben mir erzählt, wie das so war im Krieg und nach dem Krieg. Ja, auch. Und natürlich hat sie auch das Schöne erzählt. Und das ist so das, worauf wir bei Biografiearbeit achten müssen. Sie soll ausgewogen sein, sie soll das
Gute nach vorne holen und soll nicht nur beim Guten bleiben, sie soll das Schlechte zulassen und sie soll nicht nur beim Schlechten sein und vor allen Dingen soll sie nicht unbedingt nach dem Schlechten und nach dem Traumatischen graben. Nicht diese Traumasucherei, nicht, da müssen wir schon ganz gute Indikationen haben und die Menschen kommen dann mit dem Traumatischen, wenn die Nähe und die Sicherheit in uns gewachsen ist. Die Nähe und die Sicherheit kann nur wachsen, wenn Unsicherheit und negative Biografiearbeit verändert wird. Und die wird vor allem und in erster Linie verändert durch unsere gute, empathische Präsenz. Und jetzt müsste man ein neues Kapitel aufschlagen, nämlich über Empathie. Und das werde ich und kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich möchte nur kurz sagen, das ist nicht nur was Emotionales. Wir haben kognitive Empathie. Und die spricht die kognitiven Seiten unserer Biografie an. Kognitive Empathie ermöglicht uns Verstehen und Verständnis. Das lässt sich neurobiologisch auch zeigen. Wenn wir beim Verständnis sind, sind andere Areale aktiv, als wenn wir bei der emotionalen Empathie sind, die sich mit Mitgefühl und auch mit Mitleid befasst. In der Achtsamkeitstraining hat man ja mit dem Mitleid nicht so viel am Hut, nicht. Also es muss Mitgefühl sein. Nein, wir brauchen Mitleid. Und es geht auch nicht anders. Wenn Sie einen Schnitt sehen, dann kommt Mitleiden auf und nicht nur Mitgefühl. Das machen unter anderem die Spiegelneuronen. Und dann haben wir drittens das Mitschwingen, also eine somatosensomotorische Empathie. Also ich sehe hier einige Leute, die folgen meinem Sprechduktus und nicken so ein bisschen damit. Das ist, dass sie sich auf meine Motorik, meinen Sprachfluss synchronisieren. Und das müssen wir auch in der Empathie uns auf die somatische Seite einschwingen, dass wir mitzittern, wenn vor einer Prüfung derjenige zittert und dass wir mitschwingen und dass wir mitlachen und so weiter. Diese drei Empathien sind wichtig in biografischer Arbeit, dass sie von allen Seiten kommen, also nicht nur mir als Begleiter und Mitteiler. Biografische Arbeit ist mitteilen, miteinander teilen. Das geht gar nicht, dass nur die Leute was erzählen und ich von mir nichts erzähle. Also wer das nicht macht, nicht kann, nicht will, manche Leute können das nicht gut, das muss geübt werden, damit der andere auch Empathie mir gegenüber zeigen kann. Also wechselseitige zwischenleibliche Empathie. Und dann sind wir bei der biografischen Geschichte der Empathieerfahrungen und die soll man auch in der Biografieerarbeitung und Bearbeitung in den Blick nehmen. Unter anderem, weil es nicht nur gute Empathie gibt, nicht? Also wenn man jemanden betrügen will, eventuell auch foltern will oder quälen oder übervorteilen, braucht man Empathie. Gute im Anführungsstrichen, nicht? Also nicht moralisch gute, sondern welche, die sehr präzise sind, wo sind die Schwachstellen? Und das können Sie bei sich selbst auch noch mal nachprüfen. Sie sind sicher auch durch empathische Reaktionen, die Missgunst gestützt waren oder Neid gestützt waren, verletzt worden. Heißt also, das empathische Klima muss in der Biografie, Bearbeitung wie in der Therapie thematisiert werden. Damit will ich abschließen. Es kommt bei biografischer Arbeit, da hatte ich schon mal angesetzt, eben beim Gedankenteil, beim kognitiven Teil und beim emotionalen Teil das Thema Bewertung und Entwertung immer wieder auf. Geschichten werden bewertet. Und ich kann jetzt Geschichten verändern, nicht nur dadurch, dass ich alternative Geschichten an die Seite stelle oder dass ich im Miteinander eine korrigierende Verleiblichung präsentiere, sondern ich kann sagen, pass mal auf,
was denkst du über das, was da passiert ist? Und dann sagt er, Kognition, das war eigentlich eine schlimme Sache, eigentlich unmöglich, dass das so gemacht wurde. Dann haben wir ein präfrontales, im präfrontalen Bereich entschiedenes kognitives Appraisal, so nennt man das fachsprachlich, eine Einschätzung, dass man sagt, nee, so nicht. Kognitive Bewertung. Und dann sage ich zu dem gleichen Ereignis her und spür mal dahin. Und dann sagt er, also da kommt es mir heute noch hoch. Da könnte ich heute noch kotzen. Und dann sage ich, okay, nicht, das war so. Und die emotionale Bewertung, willst du die behalten? Und dann entsteht ein bisschen Arbeit, da emotionale Bewertung andere dahin zu bekommen. Nämlich, dass man statt der Verletzung ein bisschen mehr die Ärgerseite oder auch den Distanzwunsch. Und Distanz kann man fühlen. Das heißt also, wir arbeiten mit den kognitiven präfrontalen Bewertungen. Wir arbeiten eben auch mit den emotionalen, die heißen Valuation. Man gibt dem einen anderen Value, die im limbischen System zentriert sind. Und aus beidem, der kognitiven und der emotionalen Bewertung, kommt es zu komplexen Umbewertungen. Und eine andere Geschichte ist die Möglichkeit zu einer Umbewertung. Und jetzt müssten wir ein kleines Seminar machen, wie das in der Praxis geht. Einer fängt an zu erzählen und einer erzählt in einer anderen Weise weiter. Das ist eine ganz schöne Sache. Ergänzungserzählung. Dass ein Dritter sagt, ach, da würde ich dir auch noch eine andere Erzählung schenken. Und ein Vierter sagt, ja, in so einer ähnlichen Situation ist es mir glücklicherweise ganz anders gegangen. Ich erzähle dir mal davon. Es kann eben auch anders gehen. Und du hast einfach Pech gehabt damals und versuche zu anderen Menschen in anderen Erzählgruppen Zugang zu finden. Also gute Freundeskreise, gute Freunde, mit denen man sich erzählt und mit denen man etwas tut, also nicht nur reden, sondern machen und in diesem Erzählen und Machen in alternativen Szenen baut sich alternative biografische Orientierung auf. Das heißt, ich muss in einen Lebensweg eintreten, auf dem Weitergehen, auf dem viele gute Ereignisse sind, auf dieser Biosodie, die mir gute Erfahrungen auf der Lebensstrecke vermitteln und dann wird eben mein Lebensschatz reicher und weiter. Und dann kann es dazu kommen, dass mein Lebenskunstwerk von mir aktiv gestaltet wird. Ich sage, ich gehe nicht mehr zu so schlimmen Menschen hin. Ich vermeide sie und ich suche mir ein gutes soziales Netzwerk. Und das soll Biografiearbeit nicht nur ermöglichen, sondern wenn sie in Gruppen geschieht, soll die biografische Gruppe, die Erzählgruppe auch ein solches gutes Klima schaffen. Und das geht nicht nur durch Erzählung von Schlimmen. Und in dem Moment, wo ihnen das gelingt, da eine gute Ausgewogenheit zu schaffen, wo man am Schluss sagen kann, am Ende, ja, das war eine gute Gruppe, das war eine gute Erzählung. Da habe ich von dir wirklich was Interessantes kennengelernt. Oder da konnte ich gut bei dir sein, auch wenn es dir schlecht ging. Und dann haben wir genau das Klima, das in die neurophysiologische Biografiearbeit eingeht. Das bleibt da hängen, da denke ich gerade dran, da denke ich gerne dran, da denke ich immer wieder dran und das macht mich im Leben stark. That's it for the time being. Hören Sie weitere Podcasts aus unserer Reihe unter www.ibt-verein.de. Rechts unten finden Sie dort immer unsere neuesten und aktuellen Podcasts. Tschüss.